Herzlich willkommen, mein Name ist Helge Petersen von der Kanzlei Helge Petersen und Kollegen. Weil ich immer wieder gefragt werde, erkläre ich noch mal ganz kurz, was ein Vergleich ist. Im Normalfall haben Sie einen Anspruch gegen die Bank oder wollen diesen geltend machen und der besteht zum Beispiel aus einer Anlegersumme von 20.000 Euro und Agio 1.000 Euro, also 21.000 Euro, zuzüglich der Kosten und Zinsen, die Sie nun gehabt haben oder verloren haben. Was regelt ein Vergleich? Ein Vergleich nimmt letztendlich eine Entscheidung durch ein Gericht vorweg. Also bevor das Gericht quasi genau sein Urteil schreibt, wie es ist, und einer der beiden Seiten letztendlich verliert, bin ich mir mit der anderen Seite doch einig, dass man das hier friedlich lösen sollte. So ein Vergleich kann man immer schließen. Also vom ersten Tag der Geltendmachung bis zum Urteil ist es möglich, einen Vergleich zu schließen. Jeden Tag theoretisch. Dazu muss man sich mit dem Gegner einig sein, aufschreiben, wie sich das Ganze jetzt verhalten soll. Beide sind sich einig, der Vergleich steht, alles andere ist erledigt. So, nun geht es also darum, dass beide Seiten ihre Argumente auf die Waagschale packen. Und je besser diese Argumente sind und je bekannter man dafür ist, dass man die Öffentlichkeit gut informiert, aber eben auch vor Gericht sehr gut umsetzt, je höher ist natürlich das Angebot der Bank, wenn da eine Falschberatung vorliegt. Also Beispiel, bei diesen 21.000 Euro, ich vergesse mal die Nebenkosten, ist es jetzt so, dass man sich einig ist, dass die Bank 17.800 Euro bezahlt, dann bedeutet dieser Vergleich, beide Parteien sind sich darüber einig, 17.800 Euro bezahlt, dann werden im Verhältnis normalerweise die Kosten auch bezahlt, im Verhältnis die Verzugszinsen bezahlt, das steht alles extra in einem Satz drin und dann wird vereinbart, dass Sie in 14 Tagen oder 4 Wochen nach Rückabwicklung Ihr Geld bekommen. Sie geben also das, was Sie von der Bank bekommen haben, zurück und bekommen dafür Geld von der Bank. Werden also so gestellt, als wenn diese Beratung nicht stattgefunden hat. Warum verzichten Sie jetzt auf so eine kleine Differenz, die jetzt zu den 21.000 fehlt? Weil Sie zum Beispiel sagen, ich möchte das gar nicht vor einem Gericht diskutieren. Ich möchte in diesem Gerichtsverfahren gar nicht weitermachen. Ich möchte jetzt meinen Rechtsfrieden haben. Warum tut es die Bank? Die sagt, ein negatives Urteil zieht noch mehr Mandanten nach, die noch mehr Geld verlangen. Also lassen wir das Ding unterm Deckel, reden nicht drüber, bezahlen eine gewisse Summe, weil eben in den meisten Verfahren die Bank ohnehin eigentlich, wenn eine Falschberatung vorliegt, ganz genau weiß, dass es eine gibt und eigentlich nur pokert, dass sie möglichst wenig bezahlen muss. Ja, damit gehen beide Parteien auseinander. Es ist alles geregelt, es gibt keinen Stress und oft haben die Mandanten sogar noch ihre Kontoverbindung bei dieser Bank, weil sie eben sagen, gut, diese Beratung ging schief, aber ansonsten bleibt es beim Alten. Das ist so ungefähr der einfachste und schönste Weg, den es für Mandanten gibt. Auch wenn ich natürlich lieber immer ein schönes Urteil für sie hätte.